Standardabweichung nennt man auch häufig RMS. Das steht für Root Mean Square. Und also Root bezeichnet natürlich die Wurzel und Mean Square ist letztlich die mittlere quadratische Abweichung. Ja, also die Wurzel aus der mittleren quadratischen Abweichung, das bezeichnet RMS. Allerdings ist das so ein bisschen eine weiche Definition. Also wenn Sie irgendwo RMS lesen, versuchen Sie sich zu versichern, dass das auch die Standardabweichung ist. Ja, das heißt, da gibt es manchmal so ein bisschen leicht abweichende Verwendungen davon. So. Was uns zu dem Beispiel von letzter Woche bringt, wo wir den gewichteten Mittelwert verwendet haben, um Daten mit unterschiedlicher Qualität miteinander zu verarbeiten, also einen Mittelwert zu bilden. Und wir haben als Gewicht da die inverse Varianz genommen. Also 1 über die Streuung der Daten. Und dann konnte man also eben Daten, die ein hohes Rauschen haben, also schlechter sind, geringer gewichten als Daten, die ein geringes Rauschen haben. Jetzt war letzte Woche die Frage, woher weiß ich überhaupt das Rauschen? Und das können wir uns jetzt nochmal so ein bisschen anschauen. Wenn ich das skizziere, ist es ja so, Sie haben, nehmen wir mal wieder irgendein Spektrum. Das sind Ihre Daten. Offensichtlich gibt es hier sowas wie ein Signal. Und es gibt sowas wie irgendein Rauschen. Ja. Und Sie wollen jetzt quantifizieren, wie gut ist diese Messung? Wie machen Sie das? Die Formel anwenden, also von eben die Standardabweichung ausrechnen. Okay, was würde denn dabei rauskommen? Also, wenn wir uns das nochmal anschauen, was Sie brauchen, ist ja letztlich die Summe von xi minus x² zum Quadrat. Genau. Also, was Sie brauchen ist, Sie brauchen erstmal den Mittelwert. Wie ist denn der Mittelwert hier von den Daten? Naja, wie nehmen wir den Mittelwert? Wir nehmen jeden Datenpunkt, addieren die miteinander und teilen durch die Zahl der Datenpunkte. Boah, das ist der Mittelwert. Ne? Ungefähr. Hängt ein bisschen davon ab, wie es rechts und links weitergeht. Das ist jetzt auch nur qualitativ. Und dann rechne ich für jeden Datenpunkt aus, was ist hier dieser Abstand, dieser Abstand, dieser Abstand, dieser Abstand und quadriere die. Okay? Und dann nehme ich den Mittelwert davon. Das mache ich aber natürlich auch hier für das Signal. Ja? Und dann kriegen wir irgendeine Zahl raus. Was meinen Sie, ist das ein guter Ansatz so, wenn wir das so machen? Warum? Also ich weiß nicht, wie Rauschen definiert ist, aber es kann ja auch sein, dass also diese Standardabweichung zum Signal selber gehört und kein Rauschen ist. Oder? Rauschen ist ja irgendwas, was nicht durch das Signal hervorgeht. Genau. Rauschen ist irgendwas, was mit dem Signal erstmal primär nichts zu tun hat. Wir können uns das ganz einfach überlegen. Nehmen wir mal an, Sie haben irgendwie das perfekte Signal. Nehmen wir mal an, Sie haben das perfekte Signal und machen genau das, was wir eben gemacht haben.
Ja, dann haben wir hier irgendeinen Mittelwert. Wir rechnen hier quasi für jeden Datenpunkt aus das Quadrat. Handy aus, bitte. Und dann kommt irgendeine Zahl raus, die ist auf jeden Fall verschieden von 0. Für ein perfektes Signal, wo wir kein Rauschen haben. Also irgendwas machen wir falsch. Und zwar, was ist das Problem? Das Problem ist, dass wir für die Berechnung der Standardabweichung oder des RMS hier letztlich unser Signal als Rauschen interpretieren. Ja? Und dann irgendwas bekommen, was von 0 verschieden ist als Mittelwert und entsprechend auch was 0, von 0 verschieden ist als der Mittelwert für die quadratischen Abweichungen vom Mittelwert. Weil offensichtlich unser Signal nicht 0 ist. Ja. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Was wir jetzt ausgerechnet haben, ist sowas wie die Standardabweichung von dem Signal. Also wie sehr weicht das Signal im Mittel von 0 ab? Nee, nicht von 0 ab, sondern von dem Mittelwert über unser Dings. Wir würden zum Beispiel, nehmen Sie mal an, Sie verbessern Ihren Detektor so, dass er eine größere Bandbreite hat. Das heißt, Sie messen von hier bis hier. Da gibt es jetzt zwar kein Signal, aber es gibt, und sagen wir mal, der ist jetzt perfekt, auch kein Rauschen. Wenn wir jetzt das gleiche Experiment machen, was passiert? Der Mittelwert ist kleiner geworden, weil wir mehr Werte haben, die 0 sind. Und unser RMS verändert sich. Das kann nicht sein. Nee, aber wenn die Werte 0 sind, dann verändert sich die Standardabweichung doch gar nicht. Weil 0 minus Erwartungswert ist ja wieder der Erwartungswert. Das stimmt schon, aber was sich verändert, ist der Mittelwert. Sie haben hier mit dem grünen haben Sie einen anderen Mittelwert als mit dem roten. Wenn die Daten 0 sind, aber dann nicht, oder? Weil dann hat ja. Achso, doch. Ja. Na, weil sie rechts und links Nullen dranhängen. Ja, das heißt, Sie haben irgendwie eine etwas längere Tabelle, wo Sie Nullen dazu addieren, aber durch eine größere Zahl teilen, weil Sie mehr Datenpunkte haben, wird das Ergebnis kleiner als Mittelwert. Ne? Klar. Und unser Rauschen wird jetzt besser, obwohl es sowieso schon. Also da stimmt was nicht. Und der Denkfehler hier ist eben, dass wir diesen Teil hier quasi bei unserer Berechnung des RMS mitnehmen. Den berücksichtigen, die Datenpunkte zählen wir dazu. Das ist aber gar kein Rauschen, sondern Signal.